Es war gar nicht kein Spaß, darüber zu reden. Ja, ich habe die Szene nicht gesehen, warum Luis. Ich habe die Szene gesehen, warum er die erste gelbe Karte sieht. Ich weiß nicht, ob es ein Handelfmeter war oder nicht. Die Szene habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich nehme davon aus, dass es kein Handelfmeter war. Dann darf er natürlich den Schiedsrichter nicht attackieren. Die gelbe Karte ist berechtigt. Der macht im ganzen Spiel als zentraler Spieler, defensiver Mittelfeldspieler, ein Foul. Ein einziges Foul. Und das ist in der 85. Minute. Ja, wenn man dann so konsequent pfeift, dann müssen wir damit leben. Nur, ich glaube, ich könnte jetzt in den ersten 5 Spieltagen 10 Szenen aufzeigen, wo ich sagen könnte, warum bei uns und warum beim Gegner nicht. So, und das ist etwas, wo wir mit klarkommen müssen. Deshalb ist es müßig. Ich werde den Schiedsrichter dafür nicht kritisieren. Wir müssen bei uns anfangen. Die erste gelbe Karte ist überflüssig. Braucht er nicht machen, auch wenn er sich erregt hat. Ich weiß nicht, ob es berechtigt war, dass er sich so erregt hat und den Schiedsrichter da anrempelt. Ne? Aber ich denke, wir müssen auch da kritisch sein mit uns, ja, dass wir das in der Form natürlich nicht machen dürfen. Ob die zweite gelbe dann überzogen ist? Ich glaube ja, sie ist überzogen, glaube ich. Aber das ist meine Meinung. Und der Schiedsrichter hat heute wieder eine andere Meinung gehabt. Und deshalb werde ich das akzeptieren. Und es fällt mir nur schwer, immer wieder jetzt auch die Beurteilung von Zweikämpfen, von Handspielen, fällt mir nach wie vor schwer in dieser Saison, das richtig einzuordnen. Ich will jetzt hier nur eine Szene, dass auch klar wird, was ich meine. Wir fahren einen Konter. Diego wird an der Mittellinie, ich weiß nicht, glaube ich, von... Na, das war ja, danach hat er wollte schon ja die gelbe Karte geben. Danach war nochmal eine Szene. Die gleiche Szene nochmal. Ja, wir können einen Konter spielen. Das Spiel wird unterbrochen. Er nimmt uns den Vorteil. Da habe ich gefragt, warum? Dann keine gelbe Karte. Er war nicht zwingend. So, und das ist etwas, wo ich in der Einschätzung momentan ein Riesenproblem habe, wenn ich dann sehe, dass unser Spieler für natürlich einen Foul, aber für mich aus meiner Sicht kein taktisches Foul in dem Sinne. Ja, es war ein normales Foulspiel und dann gleich gelb beim ersten Foul von einem Sechser. Fand ich sehr hart, aber wir müssen damit leben. Ich kann es momentan nicht erklären. Wir haben jetzt 4 rote Karten, ja, innerhalb von 5 Spieltagen für, glaube ich, 5 Foulspiele. Insgesamt 5 Foulspiele, nicht für 20 Foulspiele von unseren Spielern, für 5 Foulspiele. Und ja, es ist schwierig, das hinzunehmen, aber wenn es so ist und uns gerade so trifft im Moment, dann müssen wir damit leben, haben wir es zu akzeptieren. Dann müssen wir auf unsere Spieler noch mehr eingehen. Nur so wird es schwierig, das als Trainer auch seinen Spielern weiter zu vermitteln, wie sie sich in Zweikämpfen zu verhalten haben. Ähnlich wie bei Handspielen, auch da gebe ich noch gerne noch mal einen Rückblick, wenn ich sehe, wie Schalke 04, die einen Handelfmeter bekommen, im ersten Spiel gegen Hamburg gegen sich gepfiffen. Dann bei uns, wenn ich dann sehe, wie unnatürlich die Handbewegung der Abwehrspieler Hövedes war oder Fuchs war, der dann hier mit verschränkten Händen auf dem Rücken verteidigen will. Das ist für mich unnatürlich. So kann ich nicht verteidigen. Ist aber Ausdruck dessen, was wir Woche für Woche momentan erleben. Und das macht es sehr, sehr schwierig für die Schiedsrichter, für die Spieler und für uns Trainer draußen. Das ist momentan eine ganz, ganz aus meiner Sicht gesprochen schwierige Situation. Ich akzeptiere heute die gelb-rote Karte wieder. Ich finde sie für das Foul zu hart, aber wir müssen bei uns anfangen. Wir dürfen die erste gelbe Karte gar nicht nehmen, egal ob das ein Handelfmeter war oder nicht. Ich glaube, es war kein Handelfmeter. Ne, so aus der ersten Wahrnehmung, aus dem Spiel heraus, ich glaube, der Spieler springt unbeabsichtigt den Ball an die Hand. Ja, aber das war meine Live-Wahrnehmung und wie gesagt, es ist ein Plädoyer. Wir müssen alle weiter daran arbeiten, dass die Regelauslegung klarer, deutlicher wird, weil sonst... Ja, werden wir jedes Wochenende, und ich bin leider jetzt am 5. Spieltag das 4. Mal betroffen, dass ich dazu Stellung nehmen muss. Aber ich sage bei allem nochmal, wir müssen bei uns anfangen. Ja, sofern man sich auch im Spiel dann nicht im Griff hat und auch mal erregt ist und emotional ist und das dann auch so rüberkommt, dass man nur gegen den Schiedsrichter wettert. Ja, das ist die Emotionalität im Spiel. Mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen, erster Linie bei sich selber anfangen. Und dann kann man immer noch über das eine oder andere, wenn man es dann sachlich fundiert rüberbringt, so wie ich es gerade versuche, denke ich, muss man darüber in der Bundesliga diskutieren, weil ich glaube, meinen Kollegen geht es ähnlich, dass wir momentan ein Problem haben, unseren Spielern zu sagen, wie sollen sie sich denn letztendlich verhalten, was wird geahndet mit Gelb, was wird laufen gelassen, was ist taktisches Foul, was ist Handspiel. Im Moment findet da für mich kein Gleichgewicht statt.